Internationalisierung ist ein Querschnittsthema. Von daher war die Frage, welche Rolle kann Internationalisierung für die Umsetzung der Hightech-Strategie spielen? Nicht nur, wie können wir Gutes für andere tun, sondern wie hilft uns hier in Deutschland Internationalisierung unter dem Aspekt, wie stärken wir den Standort Deutschland? Das Fachforum Internationalisierung empfiehlt tatsächlich, zu einer Innovationspolitik mit einer Stimme zu kommen, in dem Sinne, dass die Akteure sich gemeinsam verständigen, nicht im Sinne einer Diktatur eines einzelnen institutionellen Kontextes. Wichtig erscheint uns aber dieser kohärente und einheitliche Auftritt, insbesondere soweit wir im Ausland dafür werben, dass man sowohl als produktive Wissenschaftlerin wie auch als Unternehmensgründer hier in Deutschland hervorragende Bedingungen vorfindet. Wir brauchen mehr Vertreter für Wissenschaft, Forschung und Innovation in den deutschen Auslandsvertretungen, in den Botschaften. Wir brauchen auch solche Vertretungen nicht nur in den Hauptstädten. Das heißt, Washington ist die eine Sache, aber Orte, wo wirklich Innovation stattfindet, die andere Seite. Wir haben uns mit dem Thema Mobilität und Diversität beschäftigt. Die Deutschen, auch Unternehmen, sind doch oft noch sehr männlich und weiß. Wir waren der Meinung, Internationalität muss sich dann auch in der Diversität stärker bemerkbar machen. Das wird nicht von selbst passieren. Da braucht man eine Anstrengung. Eine besondere Herausforderung für das deutsche Innovationssystem ist es in der Tat, dass wir die traditionellen Stärken wie etwa Automobilbau und Medizintechnik und andere Bereiche jetzt vor dem Hintergrund der Digitalisierung nahezu aller Lebensverhältnisse noch einmal weit öffnen müssen für Innovationen, die auch aus ganz anderen Bereichen kommen. Wir müssen Verfahren entwickeln, wie wir rechtzeitig mitbekommen, wo gibt es denn neue Entwicklungen, neue Trends, auf die wir uns einstellen müssen, auch unter dem Aspekt, letztlich Technologieführerschaft zu halten. Das Fachforum Internationalisierung hat sich natürlich zunächst einmal damit auseinandersetzen müssen, dass wir es hier mit einem Feld sehr unterschiedlicher Akteure zu tun haben. Institutionell, regional, national und dann noch auf der EU-Ebene zu einem abgestimmten Prozess zu kommen, ist nun weiß Gott nicht einfach, ist aber etwas, dem wir uns stellen müssen. Alle waren sich eigentlich einig, dass man über Internationalität und Internationalisierung auch weiter Exportweltmeister bleiben kann. Dafür muss man bestimmte Anstrengungen unternehmen, und ich glaube, die Weichen sind auch gut gestellt.